Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon gesagt worden, wir haben im Klimaschutzgesetz in diesem Jahr noch mal ganz klar eine Reihenfolge verankert und die heißt vermeiden, verringern und zuletzt, wenn es nicht anders geht, dann versenken. Und damit ist klar, dass CCS natürlich ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz ist in Baden-Württemberg. Da haben wir auch keinen Dissens, denn es gibt Industrien, die können das nicht verringern oder vermeiden, wie zum Beispiel die Zementindustrie bei der Kalkherstellung oder bei der Abfallverbrennung. Aber es ist durchaus sinnvoll, nach dieser Reihenfolge vorzugehen und das immer ganz genau im Auge zu behalten. Es geht um Kosteneffizienz. Und mit kosteneffizienten Methoden Klimaschutz zu erreichen, da geht es eben nicht um ideologische Gründe, sondern ich spreche hier von ökonomischen Gründen, die da beachtet werden müssen und natürlich auch ökologische Gründe. Das sage ich auch deswegen, weil wir alle wissen, Baden-Württemberg hat keine Lagerstätten sehr wahrscheinlich vorzuweisen. Das heißt, wir müssen da auch mit anderen drüber sprechen, wo sich geeignete Endlagerstätten, denn die werden ja gebraucht, befinden können und nach welchen Kriterien die ausgebaut werden. Aber ökonomisch ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Abscheiden, diese Anlagen sind kostenintensiv. Wir befinden uns ja auch noch in einem Stadium, wo die nicht sozusagen standardmäßig überall vorhanden sind. Wir sind noch in einem Forschungsstadium. Ich habe viele Gespräche auch mit den Vertretern aus der Zementindustrie geführt. So eine Anlage, eine Abscheideanlage kostet genauso viel wie ein neues Zementwerk. Also das sind enorme Kosten und auch Heidelberg Zement, die ja in Norwegen auch beteiligt sind an Forschungsprojekten, haben dort über 500 Millionen Euro investiert, um das Ganze noch mal stärker zu erforschen, auch marktfähig zu machen. Und man sieht daran, dass es teuer ist. Und deswegen muss man damit sehr, sehr sorgsam umgehen mit dieser Technologie und die wirklich dann für diese Emissionen auch nutzen, die nicht anderweitig gelöst werden können. Es wird dafür auch viel Energie gebraucht werden für den Abscheideprozess. Das war ja vor einigen Jahren auch immer die Diskussion, als man die erste Runde zur CCS geführt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Da war ja immer der Vorwurf im Raum, naja, ihr wollt die fossilen Anlagen weiter betreiben, es kostet aber bis zu 40% mehr Energie abzuscheiden, das CCS, und damit löst man ja das Grundproblem nicht. Ja? Aber trotz allem ist klar, wir brauchen viel Energie und es ist richtig, Albrecht Schütte, wir müssen die Frage, was ist grüner Wasserstoff, wo kann er hergestellt und genutzt werden, dringend klären. Aus meiner Sicht darf es da keine Gleichzeitigkeit geben und dafür setzen wir uns auch ein. Also es ist keine schnelle und auch keine günstige Lösung, auch wenn man sie braucht. Und deswegen ist es natürlich immer noch besonders wichtig, dass wir einsparen grundsätzlich und natürlich auch, und das finde ich besonders wichtig, es kann kein entweder wir nutzen solche innovativen technischen Lösungen oder wir bauen massiv die erneuerbaren Energien aus, liebe FDP, sondern es kann nur ein sowohl als auch geben und ich hoffe, Sie verstehen das endlich. Beides, und wir müssen natürlich auch, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen wollen bei diesem hochumstrittenen Thema CCS-Speicherung, die übrigens ja vor allen Dingen unter dem Meeresgrund stattfinden soll, aus geförderten Gaskoniferen, da müssen wir natürlich auch die ökologischen Fragen klären. Deswegen werden ja diese Forschungsprojekte auch von vielen Seiten durchgeführt. Speicherstätten müssen auf Eignung untersucht werden. Das Gefährlichste ist eben oder sind die Leckagen. Die Leckagen können eben schon große ökologische Schäden für den Boden oder auch das Grundwasser verursachen. Und unser Interesse ist natürlich auch, dass diese Speicherung dauerhaft dann ist, also dass möglichst eben nicht auch noch mal CO2 dann freigesetzt wird.
Bisher weiß man auch aus den Speicherstätten, auch aus den Erfahrungen aus Norwegen, dass es möglich ist. Aber es gibt eben auch Fragen, die damit verbunden sind. Wenn Sie sich den Nordseeboden vorstellen, wie viele Bohrlöcher es dort gibt, zigtausende, wo man natürlich auch fossile Brennstoffe in den vergangenen Jahrzehnten gefördert hat. Das ist nicht ganz trivial, die Frage zu klären, wo ist es besonders sicher in der Lagerung. Und das muss auch unser Anspruch sein, gerade wenn wir eben nicht nur über die Speicherung in Norwegen, in Holland, in der Nordsee oder Dänemark sprechen. Diese Länder sind da jetzt vorausgegangen. Das ist auch gut so. Das ist für uns wichtig. Da gibt es dann einen großen Erfahrungsschatz, der auch deutlich macht, dass es funktionieren kann. Aber wir reden ja in Deutschland dann von der Nordsee und wir reden von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern. Und wie ich schon eben sagte, es gibt ein paar Fragen zu klären und viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Noch Ende 22 war es ja so, dass man sich fraktionsübergreifend übrigens im Schleswig-Holsteinischen Landtag gegen CCS ausgesprochen hat. Das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Dieser Widerstand, nenne ich es jetzt mal, oder diese Bedenken, die bröckeln gerade. Auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Aber ich glaube, da wir selber nicht betroffen sind mit einem Lager, sollten wir diese Bedenken ernst nehmen, rational diese Bedenken klären und Lösungen finden. Das ist der richtige Ansatz, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, lassen Sie, es gibt Wortmeldungen für Zwischenfragen, zum einen von Herrn Dr. Hellstern und zum anderen von Herrn Dr. Schweikert. Lassen Sie diese Zwischenfragen. Erstmal nicht, später. Und jetzt komme ich aber noch mal zurück dazu, was ich ja auch zu Beginn schon gesagt habe. Selbstverständlich, trotz dieser kritischen Fragen, die zu lösen sind, werden wir CCS brauchen. Und das steht ja auch in unserer Sektorstudie. Darauf bezieht sich heute die Debatte. Und wir nehmen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dieser Sektorstudie ernst. Da gibt es auch viele weitere Punkte, an denen wir intensiv arbeiten. Aber es ist uns klar, ins Stammbuch geschrieben worden, wir brauchen eine Lösung, insbesondere für unsere Zementindustrie im Land. Denn sie werden auch nach 2040 auf jeden Fall noch CO2 ausscheiden. Und deswegen brauchen wir dringend eine funktionierende CCS-Infrastruktur und ein Kohlenstoffmanagement, meine Damen und Herren. Und das bedeutet konkret, da wir wahrscheinlich nicht über die geologischen Speichermöglichkeiten verfügen hier bei uns im Land. Sowieso darf man sagen, es gibt bisher keine Speicherstätte unter dem Festland, wird auch in Europa nicht sehr wahrscheinlich so sein. Deswegen brauchen wir Transportkapazitäten, wir brauchen Pipelines. Diese Pipelines müssen gebaut werden. Wir haben schon gehört, es dauert sehr lange. Open Grid Europe hat bereits Pläne für einen Pipeline-Ausbau, für einen Transport bis zur Nordsee. Der soll natürlich dann auch bis nach Süddeutschland gehen, das ist ganz klar. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Wir brauchen auch ein engmaschiges Monitoring, weil, wie gesagt, Leckagen spielen beim CO2-Transport noch mal eine andere Rolle, ist ein höheres Risiko. Aber ich glaube, dass das selbstverständlich auch machbar ist und dass man sich natürlich darum kümmert, dass die entsprechende Infrastruktur auch aufgebaut wird. Und deswegen, muss ich sagen, finde ich es gut und ich finde es auch richtig und es ist auch mutig von Robert Habeck gewesen, dieses Thema jetzt wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Ich habe es ja gesagt, das ist in den Ländern, die davon betroffen sind, in Deutschland nicht sehr beliebtes Thema. Wer möchte das schon? Möglicherweise ein Umweltrisiko tragen vor Ort. Und es ist aber gut, dass man jetzt dieses Kohlenstoffspeichergesetz evaluiert und dafür eine Strategie entwickelt, sowohl für den Pipelinebau wie aber auch für die Speicherung, dass man Kriterien dafür entwickelt, wie das in Deutschland insbesondere auch erfolgen soll. Und selbstverständlich, Herr Gruber, ist es so, dass wir in diesem Stakeholder-Prozess als Land Baden-Württemberg
uns beteiligen, da auch unsere Interessen anmelden, dass wir die Infrastruktur auch bis nach Süddeutschland unbedingt brauchen. Also insofern kann ich Sie beruhigen, kann Ihnen sagen, ja, da finden Gespräche statt. Das wird gerade intensiv diskutiert, wie man das entsprechend bewerkstelligen kann. Es macht ja Sinn, wir reden über viele verschiedene Netzausbauprojekte derzeit, dass man das auch mal zusammendenkt und schaut, wie man auch mögliche Projekte dann miteinander verbinden kann. Und wir melden das Interesse des Landes da auf jeden Fall an, meine Damen und Herren. Sie lassen jetzt die Zwischenfrage zu. Zunächst Herr Dr. Schweikert. Frau Ministerin, vielen Dank. Ich habe verstanden, Sie haben vorher das Wort Gaskoniferen verwendet. Habe ich es einfach nur falsch wahrgenommen? Oder wenn, was ist da damit gemeint? Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Also ich meine damit grundsätzlich oder vorher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich das gesagt habe in dem Vortrag, aber mir geht es darum, um ausgeförderte Lagerstätten für Gas, die ja dafür geeignet sind, dann auch Speicherorte zu sein für CCS. Ja. Die nächste Zwischenfrage kommt von Herrn Dr. Hellstern. Ja, und zwar, Frau Ministerin, Sie sagen immer, wir müssen jetzt schnell die Erneuerbaren ausbauen, aber gerade bei diesem Ausbau, zum Beispiel Fundamente für Windkraftanlagen, Stahl, der da reinkommt, auch diese ganzen Pipeline-Systeme mit Edelstählen, die sehr hochlegiert sein müssen, vor allem für Wasserstoff, das erfordert enorme Mengen von Energie und wird auch enorme CO2-Freisetzungen verursachen. Da werden Sie zunächst mal in eine richtige Negativbilanz reingehen oder wird es einfach nicht bilanziert? Doch, das wird selbstverständlich bilanziert. Fast alles, was wir tun, hat was mit Emissionen zu tun, emittiert CO2 oder auch andere Stoffe. Das wird selbstverständlich einkalkuliert. Dennoch sagen alle wissenschaftlichen Berechnungen, dass es, ich empfehle Ihnen da nochmal die Sektorstudie ganz speziell, die sich durchzulesen von 5 wissenschaftlichen Instituten, dass es eben nicht so ist, dass wir dadurch ins Minus geraten. Auch CCS heißt nicht 100% CO2-Abscheidung, sondern es ist immer ein gewisser Prozentsatz, der dann auch offen bleibt. Das ist so nicht möglich, aber uns geht es ja darum, das so weit wie möglich zurückzufahren. Und dafür brauchen wir halt diese Technologien, diese Infrastruktur, Herr Hellstern. Und ich sage auch noch mal dazu, wichtig, die Botschaft, das ist nicht nur ein Prozess, der in der Bundesregierung oder auch europäisch diskutiert wird. Selbstverständlich wird ja auch auf europäischer Ebene diskutiert, wie wir mit dem Meeresboden in dem Zusammenhang umgehen, wer da Zugang hat und nach welchen Kriterien. Da müssen auch neue Vereinbarungen geschlossen werden. Nein, wir schauen auch, wie wir hier im Land die technologischen Fragen, die noch offen sind, wie wir die klären können. Denn es ist eben, wie ich schon sagte, noch nicht so, dass wir hier serienmäßig Abscheideanlagen hier im Land vorzuweisen haben. Umso vorbildlicher finde ich es, dass in Mergelstetten jetzt mit Catch for Climate ein Forschungsprojekt auch von einem Familienunternehmen finanziert und durchgeführt wird. Wir unterstützen das, soweit wir können. Und das brauchen wir, solche Forschungsprojekte, damit das auch sicher und vor allen Dingen wettbewerbsfähig eingesetzt werden kann, meine Damen und Herren. Und ich möchte auch dazu sagen, weil ja immer auch über Genehmigungsverfahren und Ähnliches geredet wird, auch in Mergelstetten ist man sehr positiv angetan darüber, dass das Regierungspräsidium Stuttgart die emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in der Rekordzeit von 7 Monaten bei einer Anlage, die man eigentlich noch nicht kennt, durchgeführt hat. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und das muss man hier auch mal loben an der Stelle. Da sind wir dabei, das unterstützen wir als Land und es geht natürlich neben dem CCS, also der Storage-Frage, auch um die Utilization, die CCU-Fragen, also wie kann man Kohlenstoff nutzen und auch das ist ja in Mergelstetten ein Thema, nämlich die Idee, damit Refuels, E-Fuels herzustellen für den Flugverkehr. Zum einen
Aber wir arbeiten auch an anderen Projekten intensiv, nämlich langfristig Kohlenstoff als Grundstoff zum Beispiel für die Chemieindustrie oder für andere industrielle Prozesse zu recyceln sozusagen. Also wir haben da ein großes Projekt aufgelegt bei der Umwelttechnik Baden-Württemberg, auch eine Plattform, wo genau solche Fragen erforscht werden. Wir haben dieses Innovation Hub, wo es darum geht, solche Kohlenstoffe verfügbar zu machen. Auch das ist eine riesengroße Aufgabe und ein wichtiger Punkt, Rohstoff im Kreislauf zu führen. Rohstoff, der für den Industriestandort Baden-Württemberg auch von großer Bedeutung ist, meine Damen und Herren. Also zum Schluss. Klar ist, wir brauchen CCS für den Klimaschutz, auch in Baden-Württemberg. 5% der Emissionen können nur so, sage ich jetzt mal, aufgelöst werden, versenkt werden, in der Klimareihenfolge Dreiklang vermeiden, verringern und versenken. Wir treiben die Forschung voran und auch die Infrastruktur, damit diese Emissionen in Zukunft eben nicht mehr in die Atmosphäre gelangen. Das ist unser Anliegen. Und wir müssen alles dafür tun, damit mögliche Umweltfolgen, aber auch ökonomische Fragen, dass die gut gelöst werden in den kommenden Jahren, um auch Vertrauen in diese Technologie aufzubauen, die wir eben für dieses Thema Verringern und Versenken noch brauchen. Wir müssen auf jeden Fall Ausbau der erneuerbaren Energien intensiv weiter vorantreiben, denn für alle diese Prozesse werden wir Energie brauchen und wir tun dem Klima keinen Gefallen, wenn wir dafür eben nicht erneuerbare Energien verwenden, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass jetzt zügig ein rechtlicher Rahmen auf Bundesebene geschaffen wird. Da werden wir uns entsprechend einbringen und wir werden weiter mit allen Beteiligten hier im Land daran arbeiten, dass wir hier die Rahmenbedingungen dafür schaffen und auch unserer Industrie den Rücken stärken, die Absicht haben, auch in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen. Vielen Dank. Applaus